Also man muss sicher davon ausgehen, dass solche schweren Traumatisierungen nicht im eigentlichen Sinne zu heilen sind, sondern das sind seelische Narben, die diese Kinder und dann später auch Erwachsene ihr Leben lang mit sich herumtragen. Und die man wird nicht ganz genau vorhersagen können, zu welchen Symptomen oder Schwierigkeiten das im Detail führt. Aber das sind Menschen, die besonders viel Unterstützung brauchen, die ganz am Ende vielleicht auch ein einigermaßen zufriedenes Leben werden leben können, aber sicher immer wieder beeinträchtigt sind. Wie werden denn Kinder vom Missbrauch ganz zu Beginn betreut? Was sind die ersten Schritte, wenn sowas entdeckt wird? Zuallererst muss man solche Kinder natürlich in Sicherheit bringen, das heißt körperlich in Sicherheit bringen und dann durch liebevolle pädagogische Beziehungen und auch therapeutische Beziehungen dafür sorgen, dass sie Vertrauen fassen, dass sie sich sicher fühlen und dass sie dann in einem Lebensraum aufwachsen können, bei dem sie sich sicher sein können, dass so etwas nie wieder passiert. Das geht nur durch sehr intensive pädagogische und psychotherapeutische Begleitung. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.